Ich sitze hier mit Professor Dr. Hartmut Lutz aus dem Institut der Anglistik-Amerikanistik, der am 27.01. seine letzte Vorlesung als Dozent gehalten hat. Sie haben hier den Lehrstuhl für Amerikanistik-Kanadistik inne und gelten da als sehr ambitioniert. Da würden wir gerne wissen, wie ist denn dieses Interesse an der Amerikanistik so entstanden? Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich wusste, als ich fertig war mit der Schule, wusste ich nicht, was ich machen würde. Und dann dachte ich, na gut, dann werde ich Sonderschullehrer. Dann bin ich zur PH und habe, weil ich Englisch gut konnte, das als Hauptfach gemacht. Und daraus kam dann gleich eine Realschullehrerprüfung. Und ich wollte gerne noch weiter studieren und habe mich dann entschieden, weiter zu promovieren in Anglistik, also in englischer Literatur. Und wie gesagt, mit Amerika, das habe ich als Nebenfach gemacht. Und als ich dann Student war, da kriegte ich ein Austauschstipendium von der Pädagogischen Hochschule Kiel mit Fredonia College State University New York. Und da war ich dann 7 oder 8 Monate. Zu der Zeit war ja auch das Verhältnis zu den USA sehr stark belastet wegen des Vietnamkrieges. Ich wollte also eigentlich mit Amerikanistik gar nichts machen. Und als ich meine zweite Assistentenstelle hatte an der Universität Osnabrück, und da gab es eine Schule, also wir arbeiteten mit den Schulen sehr eng zusammen, die Studierenden haben da unterrichtet, und die machten ein Unterrichtsprojekt zu Kulturkontakt und Kolonialismus und wollten das auf Nordamerika bezogen machen und sagten, du machst doch gerade eine Lehrveranstaltung, ging ich langsam in die Amerikanistik zu der Darstellung von Indianern in Literatur, ob wir das zusammen machen könnten. Und daraus wurde ein Unterrichtsprojekt, das dann auch veröffentlicht wurde und mehrfach kopiert. Und da merkte ich, dass ich bin also in die Amerikanistik vor allen Dingen über Native American Studies gekommen, also die Beschäftigung mit den indigenen Völkern Nordamerikas. Und dann habe ich mich bewusst in die amerikanische Literatur eingearbeitet. Das war meine Habilschrift. Da geht es also um Native Americans und vor allen Dingen um Indianervorstellungen, eigentlich um Rassismus in Kinder- und Jugendliteratur. Und das führte dazu, dass ich nach Amerika ging und sehr viel mit Indianern zusammengearbeitet habe und mit anderen Leuten dort. So ist das eigentlich fast zufällig entstanden. Und wie kam es dann dazu, dass Sie Dozent geworden sind und an unserer Universität? Wie sind Sie nach Greifswald gekommen? Das ist auch wieder eine lange Geschichte. Das heißt, so lang ist die gar nicht. Ich war 1991 ein Jahr in Kanada an der First Nations University. Das war die einzige indianische Universität in Kanada. Und die hatten mich geholt, um dort über indianische Literatur zu unterrichten, den indianischen Studierenden. Und als ich wiederkam, war die Wiedervereinigung ja geschehen, und da trafen sich in Pruchten Amerikanisten aus Ost und West. Da kam eine junge Frau auf mich zu in der Mittagspause, baute sich vor mir auf und sagte, Herr Professor Lutz, wir haben in Greifswald eine Stelle zu vertreten, das soll im Wintersemester losgehen, wären Sie dazu bereit? Und selbstverständlich war ich das. Die junge Dame, das war Frau Dr. Annette Brauer, und die kannte meine Arbeit, weil die auch im Bereich Native American Studies arbeitete. Es gab also vorher auch Kontakte über die Grenze, aber die waren eben über Veröffentlichungen, meistens nicht persönlich. Ja, und dann war ich 91, 92 hier und habe ein Jahr lang diese Professur vertreten, und die wurde dann ausgeschrieben. Das war im Herbst 93, im August, da war ich gerade in Kanada. Da habe ich selbstverständlich Ja gesagt und bin hierher gekommen. Und wir haben dann noch eine Änderung gemacht, die Stelle hieß nur Amerikanistik, und ich habe dann gesagt, es soll gerne Kanadistik auch sein, weil ich bezogen auf Kanada sehr viel gemacht hatte und auch weitermachen wollte. Und mein Ziel war es, hier die Amerikanistik, die es so in der Art nicht gab, aufzubauen, und auch die Kanadistik. Ich würde sagen, das ist auch gelungen. Ob das weitergeht, werden wir sehen, je nachdem, wie meine Stelle wird eingespart, die wird mit einer anderen Stelle zusammengelegt. Wie viel dann noch übrig bleibt von diesem allen, das wissen wir nicht.
Aber ich denke, aufgebaut haben wir es mit der Hilfe eben von Frau Dr. Brauer und Frau Mackentun, die inzwischen Professorin in Rostock ist, und Frau Knopf und meinen anderen Kolleginnen und Mitarbeitern. Und es gibt ja auch so eine interessante Geschichte zu diesem Buch. Ach so, ja. Könnten Sie dazu auch noch was sagen? Ja, das ist die Geschichte, das heißt The Diary of Abraham Ulrikab. Das ist die Geschichte, eigentlich eine sehr traurige Geschichte, von 8 Inuit, also Einwohnern von Labrador. Das ist hier. Und dort hatten die Herrnhuter Missionare verschiedene Missionsstationen. Und 1880 sind 8 von denen nach Europa gebracht worden von einem Beauftragten von Hagenbecks Zoo. Und die sind dann mehrere Monate lang in europäischen Zoos in verschiedenen Städten ausgestellt worden. Das war so der Beginn der Völkerschau. Und das Traurige an dieser Sache ist, dass durch ein Versehen diese 8 nicht geimpft worden sind, bevor sie nach Europa kamen. Die haben dann die Pocken bekommen und sind daran, man muss wirklich sagen, eingegangen. Und einer von denen, eben dieser Abraham, der hat ein Tagebuch geführt. Das Tagebuch ist verschollen, aber es gibt eine Übersetzung von einem Herrnhuter Missionar ins Deutsche. Das ist also handgeschrieben, noch im alten Sütterlin. Das hat mir mal eine kanadische Kollegin gesagt, hat gesagt, Mensch Hartmut, das müsste doch mal übersetzt werden ins Englische, damit Leute dazu Zugang haben. Aber dann habe ich das mit Studierenden hier besprochen, haben gesagt, okay, wir übersetzen das ins Englische, und die Studierenden haben dann auch Zeitungsartikel aus der Zeit gesucht, wo diese Inuit waren, haben wir einige gefunden, die haben wir auch ins Englische übersetzt. Und das ist von der University of Ottawa Press, damals war es ein Bestseller. Es hat in Kanada relativ viel Aufsehen erregt. Wir sind jetzt in Kontakt mit einer Ur-Ur-Enkelin von Abrahams Familie. Und das war eigentlich unser Ziel. Die Studierenden und ich wollten gerne eigentlich diese abscheuliche Geschichte von Imperialismus und Kolonialismus den Betroffenen zugänglich zu machen. Das ist eigentlich das Anliegen von Native Studies. Also nicht, dass die Natives die Objekte sind, sondern Partner im Dialog. Und das, was wir als Wissenschaftler bereitstellen können, an Know-how, an Sprache und so weiter, teilweise zumindest in den Dienst ihrer Sache, ihrer Dekolonialisierung, wenn sie wollen, zu stellen. Gut, also es ist ja jetzt schon durchgeklungen, dass Sie viel unterwegs waren. Also Sie waren ja über 5 Jahre im Ausland oder so. Was ist Ihnen da besonders immer im Gedächtnis geblieben? Wo hatten Sie die schönsten Erinnerungen? Das ist sehr schwer zu sagen. Darüber habe ich nachgedacht. Also ein sehr schönes Jahr war das Jahr in Kalifornien. Vielleicht auch, weil unsere Kinder noch klein waren, weil immer die Sonne schien. Und ich viele Erfahrungen zum ersten Mal machte. Ich kann eigentlich nicht sagen, hier war es besonders schön oder da war es nicht. Es war immer sehr interessant und ich bin sehr froh. Ich war, ich glaube, 7 Jahre, wenn ich alles zusammenlege, meines Lebens Ausländer, also in verschiedenen Ländern. Und ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung, die mich auch geprägt hat. Sie sind ja auch Honor Citizen of the City of Memphis. Wie ist es dazu gekommen? Wenn ich das wüsste, das war 1984, da bin ich eingeladen worden vom US Information Service. Das ist eine staatliche Organisation, die, ich glaube, vergleichbar den Goethe-Häusern, aber sicherlich politischer, die zum Beispiel Bibliotheken im Ausland betreut oder Amerika-Häuser, die aber auch Leute nach Amerika einlädt, um denen Amerika vorzuführen. Man kann auch sagen, es ist eine Propagandasache. In diesem Fall war das eine wissenschaftliche Reise. Es ging um Regionalkulturen in den USA. Und da war ich einer von denen, die da eingeladen worden waren. Wir kamen nach Memphis, gingen dahin, wo der Elvis Presley immer aufgetreten war, trafen uns dort. Das war alles, ich fand, inszeniert. Auf jeden Fall war plötzlich jemand von der City of Memphis da, eine junge Dame, und die verleihte uns allen diese Ehrendinger. Und da so ein, wenn Sie die Urkunde sehen, da ist so ein Goldpapier
Siegel drunter. Das sieht irgendwie so tacky, so billig aus. Ich finde das witzig. Mein Schwiegervater hat mir einen Rahmen dazu gebaut und das hängt bei mir im Büro. Ja, und nun, da Sie ja in den Ruhestand gehen, da würden wir gerne wissen, was haben Sie denn jetzt noch so in der Zukunft vor? Eigentlich eine ganze Menge. Also in Stettin möchte man gerne, dort habe ich ein paar Mal unterrichtet, dass ich dort eine Stelle übernehme. Das kann ich aber zeitlich, möchte ich das nicht, also mich nicht festbinden, aber ich werde da sicherlich auch unterrichten. Ich habe in diesem Jahr 5 Reisen zu Tagungen in verschiedenen Ländern. Und ich werde auch im Zusammenhang unserer Erasmus-Beziehung 1 oder 2 Wochen in Reykjavik unterrichten, im nächsten Frühjahr in Helsinki. Und wenn das klappt, werde ich wahrscheinlich im nächsten Herbst, also nicht in diesem Jahr, im nächsten Herbst 3 Monate in Kanada eine Gastprofessur machen. Ansonsten möchte ich gerne vor allen Dingen viel Zeit mit meiner Frau verbringen. Und wir wohnen sehr schön, wir haben ein sehr großes Grundstück, da gibt es sehr viel zu tun, das möchte ich auch. Also Reisen ist ein bisschen eingeschränkt, wir haben eine Katze, die hat uns treu viele Jahre gedient, die ist jetzt alt, aber die können wir nicht in den Stich lassen. Ne? Also von daher gibt es da Grenzen. Aber langweilen werde ich mich nicht, ich werde auch Bücher machen, denke ich. Dann bedanken wir uns für das Interview und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft noch alles Gute. Okay.